In dieser epischen Challenge tritt Team Jungs... Willst du gewinnen oder verlieren, du kleine Pussy? ...gegen Team Mädchen an. Oh, wie cool. Die Herausforderung besteht darin, am Ende des Videos den meisten Reichtum zu haben. Ja, Mann! Wer wird als Gewinner hervorgehen? Ratet in den Kommentaren mit und bleibt bis zum Ende dran. Du hast 0 Dollar auf dem Konto? Ja. Ich habe auch nichts auf dem Konto, aber eine kleine Sache können wir daran jetzt schon mal ändern. Mit dem Slashcode Money, den jeder neue Spieler eingeben kann, bekommt man nämlich 50.000 Dollar als Bonus zusätzlich zum Start auf OP-Sucht. Und ich würde sagen, dieses Feature nutzen wir einfach. Das klingt nach einer richtig guten Idee. Perfekt. 100.000 haben wir schon mal gemacht. So einfach kann unser Start sein. Jetzt müssen wir weitermachen. Ich habe die Idee, dass wir jetzt erstmal ganz kurz in die Farmwelt gehen und uns ein paar Basisressourcen holen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann können wir mal gucken. Ich glaube, ein Shop wäre eine gute Idee, oder was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Damit kann man richtig gutes Geld machen. Damit werden wir die beiden so schlagen. Wir sind beide Farmprofis von Herzen. Dass ich das mal erleben darf. Wir beide spielen in einem Team, Marlon. Junge, ich habe direkt keinen Bock, wenn ich dich sehe. Aber weißt du was? Mein Antrieb ist es, dass wir den beiden es so richtig zeigen. Und die Zeit läuft. Also gib Gas, Mann. Okay, wir werden heute den Win nach Hause holen. Fuck, wir haben nur noch 59 Minuten. 59 oh Minuten nur noch. Digga, hör mir mal zu, jetzt reiß dich zusammen, Mann. Du kannst uns hier nicht so beschmutzen, Mann. Weißt du, was wir sind? Wir sind Jungs, Männer. Und weißt du was? Okay. Wir zeigen es denen, okay? Hast du mich verstanden? Denen. Aber das sowas wird peinlich. Von. Ich habe mich ja nicht bereit erklärt, mit dir Zeit zu verbringen, damit diese Scheiße hier passiert. Also, wir brauchen einen richtig fetten Shop, Mann. Wir müssen farmen gehen. Wir gehen jetzt erstmal in die Farmwelt und dann farmen Welche wir. Welche Farmwelt? Leute, am Samstag, dem 28. Juni um 0 Uhr 1 startet unsere doppelte Kristallaktion. Das bedeutet, ihr erhaltet doppelt so viele Kristalle für eure Einkäufe. 100% mehr Kristalle, völlig gratis. Dieses besondere Angebot gilt nur bis zum 30. Juni, also nutzt jetzt die Chance und schlagt zu. Wenn ihr coole OP-Items haben wollt, könnt ihr jetzt richtig sparen. Es hat sich noch nie so sehr gelohnt, zuzuschlagen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich bin ganz schön lucky in einem Dorf gespawnt. Ich würde sagen, das sind die perfekten Voraussetzungen. Wir können hier schon mal die Häuser looten und die Villager ein bisschen nerven. Was gibt es hier Hübsches? Ich sehe hier bisher überhaupt nichts. Gibt es hier keine Schmiede oder so? Das ist ja übel, das lame Dorf. Boah, ich habe eine Kiste gefunden. Oh mein Gott, da sind Äpfel drin. Und Ofenkartoffeln und Setzlinge. Bei mir genau dasselbe, aber ich befürchte, die werden wir leider nicht gebrauchen können. Wir haben jetzt so viel Zeit gewastet mit diesem Dorf. Lass uns am besten direkt runterbauen. Ich nehme hier nochmal ein bisschen Weizen mit von da hinten für den Fall, dass wir später Hunger bekommen. Ich habe eine Eule gefunden. Ich auch. Oh mein Gott, komm mal zu mir. Oh, guck mal, wie süß sie da sitzt. Wir müssen ihr einen Namen geben. Ja. Oh, sie fliegt weg. Nein, Delfin, bleib bei uns. So, das müsste erstmal reichen am Weizen. Dann bauen wir hier uns hier am besten einmal direkt runter. Die beste Höhe für Diamanten. Sag mal an, du Farming-Profi. Ich glaube, minus 58, oder? Ja, würde ich auch schätzen. Oh. Eine Höhle gefunden. Ja, und hier ist ein Viech und dann sind nochmal zwei Viecher. Ich klatsch die Viecher. Oh Gott, das sind noch mehr. Warum gehen die nicht auf mich? Oh mein Gott. Nein, geh da weg, geh da weg. Oh mein Gott, wir haben sie so geklatscht. Heute, das ist okay. Achtung. Oh Gott, wir haben es überlebt. Okay. Oh Gott, da ist noch eine. Oh, wir sind solche Profis, ehrlich. Ja, Mann. Ich sehe da hinten etwas, was leuchtet. Das könnte doch Lava sein. Ja, aber ein bisschen wenig. Ein bisschen enttäuschend. Es wird nerviger beim Abbauen. Das bedeutet, wir nähern uns den unteren Stufen. Höhe minus 58, wir kommen. Jetzt eine Biene, Mann. Was soll das? Verpiss dich hier, Mann. Warte, wir müssen uns zusammenreißen, wir müssen farmen. Was farmen wir überhaupt, Mann? Was farmen wir? Diamanten. Wir brauchen Diamanten. Wir gehen auf Diamanten. Kann man schon für, wenn wir zusammenlegen, kann man da schon eine geile Hacke kaufen für 100.000 Dollar? Glaub ja. Gib mir deine 50.000. Gib mir deine 50.000, ich hol die Hacke. Okay. Okay. So, du farmst, ich hol die Hacke. Alles klar. Ich brauch jetzt irgendeinen, der eine geile Hacke verkauft hier. Fuck, ich dachte, die wäre eine Höhle gewesen, Mann. Mann, warte. Ja, Mann. Okay, nimm meine TPA an. Nimm sie an. Hier. Guck mal hier. Hä, geil. Nice. Ich hab auch 400.000 Dollar. Hä, Marla, du warst 5 Minuten weg. Wie hast du 400.000 Dollar gemacht? Hab jemand die Spitzhacken abgekauft? Ja, und dann hab ich ihn abgezogen. Wir sind schon weit. Marlon, das kannst du doch nicht machen. Wir müssen doch jetzt fair. Wir müssen doch jetzt einmal hier fair gewinnen. Das ist doch peinlich, wenn wir durch Cheaten gewinnen, Mann. Willst du gewinnen oder verlieren, du kleine Pussy? Wir sind Männer und Männer zocken halt ab, wenn es sein muss. Diese Scheißbienen.
So, was soll das hier, Mann? Verpisst euch hier, ich hasse euch. Ich hasse diese Drecksviecher. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin, Digga? Maler, du musst das Geld wiedergeben, Mann. Wir können doch jetzt keine Leute abziehen in der Challenge. Das ist doch peinlich. Junge, verstehst du, was hier gerade passiert ist, Mann? Die da drüben werden wahrscheinlich schon Geld über Geld über Geld verdienen, Mann. Und wir Vollidioten haben noch 0 Dollar. Langsam wird's ein bisschen knapp. Wir haben insgesamt nur eine Stunde Zeit und wir haben noch keine, die... Ich hab Diamanten gefunden. Nein, ehrlich? Lena, komm her. Oh mein Gott, ich komm zu dir. Oh, wie cool. Komm, die teilen wir brüderlich. Du brauchst die Hälfte ab und ich die andere. Okay, oh mein Gott, so. Wie viele das sind. Ich will ja gar nicht mehr auf. Boah. Okay, wir haben jetzt schon ziemlich lange gefarmt. Also würde ich sagen, wir machen gleich hier einen kurzen Prozess und gucken mal, was wir in der Plotwelt nebenbei schon mal verkaufen können. Wenn wir den Shop nebenbei laufen haben, dann haben wir direkt eine Einkommensquelle nebenbei. Ja, dann können wir die ganzen Diamanten schon mal verkaufen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Basis. Ich würde sagen, wir können uns gleich erstmal ein paar Kisten craften für unseren Kistenshop. Okay, ich lege in diese Kiste schon mal alle Diamanten rein, die ich gefunden habe. Oh, das sieht richtig süß aus. Das erinnert mich richtig an damals, als ich angefangen habe, hier zu spielen und zu bauen. Das gibt mir solche süßen Flashbacks. Ja, Mann. Die Shopkiste von Lilycat, es passt so gut mit unserem Namen, ist erstellt. Also pass mal auf, brauchen eine Strategie. Ich habe die Idee, dass du mir dein Farming-Equip gibst, heißt vielleicht ein bisschen Essen, deine Spitzhacke, weil meine ist schon fast kaputt. Ich gehe dann in die Farmwelt und versuche so weiter Items zu beschaffen und in der Zeit kannst du mein Geld haben und damit einen schönen ansprechenden Shop bauen. Das klingt nach einer richtig guten Idee, das machen wir so. Dann sehen wir uns wieder, wenn du mit dem Haus fertig bist und wenn ich ein bisschen gefarmt habe. Jetzt brauchen wir eine Höhle und Diamanten, Mann! Wir haben locker schon 10 Minuten mit Scheiße labern verbracht. Ja. Und die Mädels gewinnen. Ja, du sagst es, wir brauchen eine Höhle. Wir müssen, was ist eigentlich unser Plan, Mann? Ich weiß wir gar nicht, was unser Plan... Wir brauchen Diamanten, Mann. Mit Diamanten kann man schnell Geld verdienen. Wir verkaufen die Diamanten, Mann. Und wir handeln gute Preise aus. Digga, bitte, 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 einmal kriegst du hin, okay? Einmal reiß dich zusammen. Ja, ich reiß mich zusammen. Wo ist denn eine Höhle? Da ist ein Dorf. Da können Diamanten sein. Komm bitte, Diamanten. Wir brauchen eine Schmiede. Ja, hier können die ersten Diamanten sein. So, komm. Ja, Mann! Wir haben Emerald. Hier, komm. Nimm den Emerald. Ich habe ihn dir gedroppt. Okay, perfekt. Ja, das sind maximal, was weiß ich was, 50, 60 Dollar. Wir brauchen mehr. Wir brauchen definitiv mehr. Wir müssten eigentlich handeln. Wir müssen uns hochtraden. Ja, Mann. Wir traden uns hoch. Wir können ja nicht Leute abziehen, aber wir können ja wirtschaftlich klug handeln, wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, mehr verlangen als... Bisschen schlau sein. Wir können ja schlau sein. Das heißt... Ein Diamant für 2000 Dollar statt für 50. Genau, und dann sagen wir einfach... Brauchen wir nur einen Idioten, der uns das abkauft. Ja, Mann. Das hast du jetzt gesagt, aber ja, machen wir. Genauso eine Art. Denkst du, einen Schmelzofen kauft jemand? Einen Schmelzofen? Sag mal, hast du Lack gesoffen? Was willst du denn mit dem Ofen? Wir brauchen jetzt... Wir brauchen Geld, wir brauchen eine Höhle. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Jetzt gehen wir fahren, Mann. Jetzt komm mit. Wir haben nur noch 20 Minuten. Wir müssen langsam richtig Gas geben. Konntest du schon was verkaufen? Ja, tatsächlich konnte ich schon ein paar Sachen verkaufen. Oh, perfekt. Ich mache schon die ganze Zeit richtig viel Werbung im Shop. Sehr gut. Was konntest du noch so finden? Ich habe eine richtig krasse Ausbeute bisher. Ich habe super viele Diamanten. Ich habe jetzt Full Dia. Ich habe dir eine Dia-Axt gecraftet für das Haus. Oh, wie cool. Ich hab für mich selber eine Diamantspitzhacke. Die andere kann ich eigentlich wegwerfen. Und noch ein paar Erze und natürlich Steine. Und die können wir gleich alle verkaufen. Ich würde sagen, ich komme auch mal wieder in die Plotwelt. Ja. Damit ich dir mal meine ganzen Items abliefern kann und gucken kann, was du so gebaut hast. So, okay. Wir müssen jetzt weiterfarmen. Also gib Gas. Wir kriegen ja sogar auch Geld, wenn wir vernünftig Blöcke abbauen vom Jobsystem. Hey! Ich hab einen Diamant! Was? Du hast schon einen Diamant? Geil! Ich hab einen Diamant, komm zu mir! Hier, nimm, sammel du den auf, damit sie auch nicht heißt, dass ich irgendwas gemacht hab. So, nimm das! Schade noch mehr! Junge, wir sind so gut! Wir sind so viel besser als... Haha, wir werden so heftig gewinnen. Hier, nimm die Diamanten. Wir nehmen auch Gold mit. Wir nehmen alles mit, was geht. Wir werden so heftig gegen die Mädchen gewinnen. Hör mir mal zu. Mädchen... Jungs, geil! Also, los jetzt! Stimmt alle ab! Fleißig in die Kommentare Jungs schreiben! Für die Jungs! Ich brauche einfach nur Diamanten. Ich habe überhaupt keinen Bock, hier irgendwie so mich in irgendwelche Tunnel zu graben. Ey, wir können einfach alles mitnehmen, was geht. Das können wir auch definitiv auf schnelle Welle verkaufen im Marktsystem, ne? Am Ende des Tages, wenn wir das nicht bei irgendeinem Spieler loswerden. Wir werden auf jeden Fall alles los, was wir hier heute farmen. Also nehmen alles mit, was du kriegen kannst. Diamanten! Ja, geil! Oh Gott, ich hoffe, wir sind so viel besser als die Mädels. Ich hoffe, wir sind so viel besser. Was? Gefällt's dir? Das hast du in der kurzen Zeit gebaut? Ja. Hä? Wie? Was? Wo? Und auch mit den ganzen Blumen, junge Vera. Ey, also wenn wir mit dem Shop kein Geld machen, dann weiß ich auch nicht. Das hast du richtig gut gemacht. Dankeschön.
Ich lade mal meine Mühe ganzen gegeben. Items, ja. Boah, das sieht man richtig gut. Oha, hast du viel gefunden. So, das kannst du gerne alles verkaufen. Super, dann werde ich das direkt nochmal machen. Oh Gott, was ist denn das? Wieso? Hä? Was hast du gefunden? Irgendwie so ein halbes Portal und irgendwie so dieses Zeug hier und irgendwie gibt es nur im Nether und irgendwie bin ich verwirrt und irgendwie ist hier eine Kiste und irgendwie gucke ich hier jetzt rein. Oh mein Gott, hier ist Gold drin und Obsidian. Oha. Nice. Das ist ja cool. Das können wir auch im Shop verkaufen. Ja. Okay, nächste Station ist wohl wieder ein Dorf, aber soweit ich das sehe, gibt es hier keine Schmiede. Warum macht man sowas? Warum entwickelt man ein Dorf ohne Schmiede, Vera, sag's mir. Ja, ich verstehe das auch nicht. Vor allem, das ist schon das zweite Dorf, was wir finden. Die haben einfach die Tür vor der Nase zugeknallt. Das war nicht nett. Ja, Revanche. Schlaf doch auf dem Boden. Zack. Ist so. Ich konnte diese Goldäpfel so gut verkaufen. Die Goldäpfel? Ja, wir haben so viel Geld damit gemacht. Wir haben einfach... Meine Kamera ist aus, helf mir! Ey, verdammt! Ich fick die alle! Ihr Scheiß-Dreck-Zombies! Ich muss die Kamera reparieren! Helf mir, Marlon, helf mir! Junge, was für deine Scheiß-Kamera! Das ist doch nicht mein Problem! Digga, du manipulierst uns hier wegen deiner Kamera! Junge, nein, Mann! Hey! Verdammt! Du Mist, du Scheiß-Dreck-Zombie! Woher kommen denn die ganzen Zombies? Du schaffst das, Marlon, schaff das! Nein! Nicht sterben! Bloß nicht sterben! Bloß nicht sterben, Digga! Oh Gott, pass auf, Marlon! Oh Gott, der Creeper! Du Arsch! Ah! Oh Mann! Komm mit! Komm mit! Komm mit dahin, diesen Spawner! Oh mein Gott, bitte lass was Gutes! Ja, wir haben Gold! Wir haben eine Schallplatte, die können wir bestimmt zu Geld machen! Wir haben eine Schallplatte! Okay, top, 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 das ist geil, das ist geil! Oh Gott, hier spawnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hier spawnen Spinnen, Marlon! Oh Gott, Marlon, wir müssen hier mal weiter, wir brauchen Erze, wir müssen den Scheiß zu Geld machen, Digga! Ja, okay, ist gut! Ich gehe an die Kisten, ich hab Schallplatten! Hier ist auch eine Schallplatte! Warte, ich drop dir mal die Schallplatten, komm her! Und nimm mal die Dias! Das ist mein Gold, Eisen, Gold, Redstone brauchen wir bestimmt auch! Oh, Marlon, was würde ich jetzt für meinen OP-Stuff machen, Digga? Was würde ich dafür tun? Für so einen Bohrer oder so gerade, Mann? Wir bräuchten einen Bohrer! Digga, kannst du nicht cheaten? Bitte! Digga, ich kann doch nicht cheaten jetzt, Digga! Junge. Das ist doch peinlich, wenn das rauskommt! Digga, was für peinlich! Das müssen wir doch nicht reinschneiden, Mann! Digga, das machen wir nicht! Junge! Du bist so langweilig! Digga, wenn wir gegen die verlieren, das wird peinlich! Wir dürfen niemals verlieren gegen die! Hast du mich verstanden? Ich krieg hier einen Rappel. Wir müssen uns jetzt eine gute Höhle suchen. Wir brauchen Diamanten. Da sind Fackeln. Oh mein Gott. Jemand. Hier ist... Da ist eine Truhe. Ja, da wird nichts drin sein. Niemals. Was? Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Win? Nimm das. Das nehmen wir mit. Wie krank ist das denn? Wie geil. Wie kann man so dämlich sein und seine Sachen in der Farmwelt lassen? Da kann doch... Du Vollidiot. Danke dir, du Vollidiot. Das ist wirklich nicht schlau. Jetzt no joke. Ey, wenn ihr euer Stuff in der Farmwelt lasst, dann seid ihr echt selbst schuld. Ich sag's euch. Da ist ein Tiger. Wie? Oh da ist ein Tiger. Pass auf. Oh mein Gott. Da ist ein Tiger. Oh Gott. Was? Nein. Oh Gott. Renn um dein Leben. Oh Gott, hä? Der stirbt gar nicht. Was machen wir? Warum können wir nicht töten? Weil er todesstark ist. Oh mein Gott. Du hast ihn. Oh mein Gott, was hat er gedroppt? Löwenknochen. Verdammt doch mal, was ist das hier für eine Psychoscheiße? Was? Wir haben F***.000? Ja, voll krass, oder? Das heißt, wir haben 1000 durch den Shop eingenommen in nicht mal einer Stunde plus 100.000 von unserem Startmoney. Oh mein Gott, Junge, Vera, wir haben das ja so in der Tasche und ich habe hier gerade so eine Giode gefunden. Davon können wir die Items bestimmt auch nochmal richtig teuer verkaufen. Wir sind gar nicht mal so schlecht am Start. Nicht das Eisen packe ich auch rein, ne? Roheisen auch reinpacken? Alles reinpacken. Das heißt, wir haben 13 Smaragde, bei fast 3-6 Diamanten. Haha, wir sind hundertprozentig besser als die. Ja, sag ich auch. Safe. Wir werden niemals so viel haben. So, ich bin mit der Ausbeute zurück, aber weißt du, was hier eigentlich noch fehlt? Oh mein Gott, denkst du gerade genau an das, was ich auch denke? Möglicherweise. Ja! Oh mein Gott, wir müssen nicht an den Anfang placen. Die Teile sind so schön. Hast du eine zweite Kiste, die wir hier aufstellen können? Das ganze Geodenzeug. Oh, die Axt cool. Für dich. Das Zeug aus diesem Gebilde, das ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. So. Das alles kannst du jetzt nochmal in den Shop hauen oder an Spieler verkaufen. Wir haben einfach weniger Geld, als womit wir gestartet sind, Digga. Weil wir alles Nein! in die Picken da gesteckt haben. Digga, Will! Was soll die Scheiße? Mädchen sind mir verdammte Scheiße egal, außer ich krieg ihre Handynummern. Also, du Schlingel, ich verstehe, okay. Wir kümmern uns jetzt verdammte Scheiße darum, dass wir
verdammt nochmal gewinnen werden. Hast du mich verstanden? Ich will unbedingt wissen, wie es jetzt bei den Mädchen läuft. Eigentlich müssen wir mal spionieren. Dass du bei den Goldäpfeln so Glück hattest, ist ja so lucky. Du kannst sie mal fragen, den Spieler, ob er auch noch den dritten kaufen möchte, den ich gerade in die Kiste gelegt habe. Das wäre top. Ja, mache ich. Natürlich. Lasst alle mal ein lilanes Herz in den Kommentaren für Veras Baukünste da. Ich wusste, wir werden verkacken, wenn ich mit dir zocke. Nein! Es kommt doch nur aufs Geld an. Es war nicht die Challenge, ein schönes Haus zu bauen. Oh mein Gott, was haben die gebaut hier? Das ist wieder typisch Mädchen, Mann. Die sollen Geld verdienen und was bauen die? Ein schönes Haus. Oh Gott, wir müssen, wir sneaken uns ran. Wir sneaken uns ran. Was haben die vor? Oh, die Tür ist auf. Was haben die vor? Die Tür ist auf. Die haben Diamant-Shop und Redstone-Shop. Die haben einen richtigen Shop gebaut. Die droppen sich Sachen. Guck dir das die an. Die haben einen richtigen Shop gebaut. Sie haben uns gesehen! Schnell weg! Geht zum Spawn! Zum Spawn! Oh Gott! Junge, wir wurden gerade beobachtet! Nein! Von Will und Marlon! Ich hab sie gesehen! Hier am Fenster! Als ich dir die Rüstung getroppt hab! Ah, das gibt's doch nicht! Alter, ist das frech! Die wollen sehen, was wir hier machen! Boah, das ist richtig frech von denen! Also denen müssen wir es auf jeden Fall heimzahlen! So geht Junge. Das ja nicht hier! Das kann ja sowas von nicht sein. Ey, aber ich glaube, wir haben hier schon ordentlich was zu zeigen. Wir sind beide Full Dia, haben hier unser Haus, haben unseren Shop, haben unser Startmoney. Herzlich willkommen im Diamantenshop von Marlon. Habt ihr Interesse an Diamanten? Was machen die hier? Junge, ich habe hier drei Idioten, die uns die Diamanten abkaufen. Gib her. Ein Stack, 5K. Nee, 10K. Digga, 10K? Denkst du, du schaffst das? Müssen die! Ah, das sind deine Fans hier, oder was? $10,000! Okay, nein! Okay, wir haben das erste Stack verkauft. Geil! Okay, los jetzt! Kauf den Scheiß! Ich meine natürlich, meine lieben verehrten Kunden! Ich bin der beste Diamanten! Ja! Wir haben wieder 10.000 gemacht! Dann verramsch auch noch die Schallplatten! Ja, Mann! Ja! Hier! Wir verkaufen einfach unseren ganzen hier. Dreck hier! Warte! Schallplatte für, ich sag einfach 30K! Ich meine natürlich, dann ist der super schlau. Er hat mir 30.000 gegeben. Laber nicht. Er hat dir 30.000 für die Schallplatte gegeben. Ey, ich hab 50. Wir haben noch welche. Will, ich bin der Beste. Ja, Mann, wir werden sowas von gewinnen. Wir haben ja einfach nur zwei Kisten hingeplaced, Mann. Kommt alle her. Verkauf euch meinen Ramsch. Ich meine wertvolle Items. Bam. Will, wir werden das hier gewinnen. Wir haben $100,000. Ja, wir Mann. Sind 100.000 Dollar. Okay, was machen wir jetzt? Weißt du was? Wir sind nämlich schlau. Jungs sind schlau. Wir wussten, diese Schallplatten sind nichts wert, aber. Idioten! Ich meine, gute Käufer, nette Shopkunden. Ihr könnt einpacken, ihr Mädchen! So, und jetzt bin ich gespannt. Pay mir mal das ganze Geld, das du auf dem Konto hast. Dann legen wir jetzt unser ganzes Geld zusammen. Ja, mach ich. Wir haben fast 700.000! Das ist 696.000 insgesamt. Ich hoffe so sehr, dass wir gewonnen haben und dass die Jungs nicht mit unfairen Mitteln gespielt haben. Und ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Spielzeit 1, perfekt. Da! Hallöchen, na? 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 Es ist an der Zeit, ihr Loser, ihr Erfolgslosen. Digga, Marlon, chill mal ganz kurz, ja? Ey, wir sind gute Gewinner, Marlon, wir sind gute Gewinner. Warte mal, warum habt ihr Diamantrüstung? Gewinner? Was habt ihr hier alles? Will, hör mir mal zu. Ja, was los? Wir haben doch gewonnen, oder? Wir haben safe gewonnen. Wir haben $130,000 und ihr? Hä? Ja, ich wusste es! So ihr seid euch so siegessicher. Typisch Mädchen. Ja, ihr habt niemals so viel Geld gemacht. Wir haben richtig krassen Deal mit Schallplatten gemacht. Die haben wir das war schon Wucher, wie hochpreisig wir die verkauft haben. Und jetzt hört mal zu, ihr seid typisch Mädchen, ne? Vera, hast schönes Haus bauen, ne? Aber nicht mit Geld umgehen können. Warte. Also Marlon, jetzt entspannen wir uns mal ganz kurz. Wer hat denn gesagt, dass wir weniger Geld haben als 130k? Wartet mal, das kann nicht sein, dass ihr mehr Geld habt. Wie habt ihr mehr Geld gemacht? Wir haben so krass. Junge, das kann gar nicht. Wenn wir wegen dir verloren haben, ich mache dir das Leben zur Hölle. Sei ruhig. Wegen dir. Sei ruhig. Genau, wegen mir. Kannst du jetzt mal ruhig sagen, wie viel Geld habt ihr? Nein. Wir haben nicht das Doppelte von dem, was ihr habt. Nein. Wir haben auch nicht das Dreifache. Wir haben 696.000! Nein, das glaube ich jetzt nicht. Nein, ja. Oh mein Gott. Will! Nein! Ich wusste es! Chill mal, du bist genauso verantwortlich wie ich, Mann. Jetzt chill mal deine Base, Digga. Was? Nein, ihr habt es
Nein, warte, nein, die Welt ist angewandt. 96.000, ich kann es euch payen, man sieht in der Aufnahme, wir haben es geschafft. Warte, es gibt eine Revanche. Lasst jetzt allen verdammten Like da und dann gibt es eine Revanche. Und ich werde euch auseinandernehmen, Digga. Und dieses Mal werde ich es nicht mit dir machen. Du verlust da verdammte Erfolgsloser Loser. Ja. Hörst du lachen, Eli? Ist ja sehr harmonisch bei euch abgelaufen, ich merke schon. Wisst ihr was, ihr könnt euch das hier in den Arsch schieben, die scheiß Challenge. Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Buddy disconnected from your channel. Nicht vergessen, für alle neuen Spieler auf dem Server, mit dem Slashcode Money bekommt ihr 50.000 $50,000 für euren Start auf dem Pesucht. Dann sehen wir uns bald.